So, nachdem das Ganze gestern ja so im Halbschlaf aufgenommen wurde, die erste Folge, es war ja schon wieder irgendwie 2 Uhr morgens, als ich aufgenommen habe, geht heute die Folge mal ein bisschen anders los. Und zwar direkt wieder mit einer Beschwerde. Und zwar habe ich mal eine Frage. Wenn hier angeblich ein Sturm ist, da hinten ist sogar Gewitter und die Bäume, ob die sich jetzt realistisch bewegen oder nicht, sie tun es nicht, aber ist ja auch egal. Sie bewegen sich relativ stark, auch die Pflanzen hier, und die Fahne weht in die andere Richtung, und zwar ganz schwach. Gut, okay, und damit geht es wieder los. Wir haben letztes Mal ziemlich lange gebraucht, um es nicht zu schaffen, der Polizei zu entkommen. Das habe ich übrigens beim Internet mir ein bisschen angeguckt, ein bisschen was durchgelesen. Das ist bei eigentlich allen so, dass diese Verfolgungsjagden oft fast unmöglich sind. Deswegen werde ich die jetzt einfach ein bisschen vorspulen, und wir sehen uns dann sozusagen erst wieder, wenn ich es geschafft habe. Na, das ging ja dafür dann jetzt doch relativ schnell. Bin sogar zufällig in die richtige Richtung gefahren, deswegen stehen wir jetzt direkt vor unserem Versteck. Just need to break through. How? Push Maurice hard. Torture's not gonna work on this guy. Und fangen wir jetzt mal fort mit der Story. Ich werde hier jetzt, soweit ich das zumindest kann, ein bisschen schneller durchgehen, da ich die Story ja bis zu einem gewissen Punkt aus dem Xbox Let's Play schon kenne. Und zwar genau bis zu dem Punkt, wo wir den Hacker, der uns die ganze Zeit hilft, dieser Bad Boy 1727, ich glaube es war 17, bis wir den also kennenlernen. M für die Karte ist ja ganz normal. Gut. Bad Boy 17, genau. So, den Fähigkeitsbaum kennen wir ja eigentlich auch schon. Wie funktioniert das mit der Maus nicht? Ich kann hier nichts. Ah, okay, ich muss erst tatsächlich erst drauf drücken. Gut, dann holen wir uns auch diesmal wieder Hochbahn. Auch wenn das letzte Mal nicht so viel gebracht hat. Auch von mir aus noch den, dass wir ein bisschen mehr Geld haben, die Poller. Und mehr können wir uns gar nicht leisten, also erstmal raus. Raus. Müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Ach, erst schlafen gehen, okay. Gut.
Der kann nicht Auto fahren. Normalerweise kann man mit dem geplatzten Reifen ja noch durchaus ein bisschen weiterfahren. Der nicht. Sick of remembering her that way. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over. Or that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare. Hey, asshole! Da wollte ich nicht hin. I'll have to thank CTOS one day. Simple breach of their facial recognition software, and I've got access to everyone's personal details. Wieso kann ich die jetzt nicht hacken? Das ist, finde ich, echt blöd, dass ich nur recht wenig Personen hacken kann. Die drei kann ich alle nicht hacken. Ach, das kenne ich noch aus dem Xbox Let's Play, da habe ich es allerdings versaut. Das werde ich diesmal natürlich nicht tun. Ist auch interessant, dass es ein Programm angeblich gibt, was ermitteln kann, wie wahrscheinlich ein Verbrechen ist. Aber gut. Bleib stehen. Okay, das finde ich schade. Sie wollen, dass man einem nach Möglichkeit nicht erschießt, geben einem aber eigentlich nicht die Möglichkeit, jemanden so weit anzugreifen, zum Beispiel mit einer Pistole im Fuß schießen, dass er sich nicht mehr bewegt. Das... Nee. Muss nicht sein.
Na, was kann ich denn hier machen? Hä? Es bewegt sich? Ich glaube, es ist die Person da. Oder ist es einfach nur... Ach, egal. Nikki, hey, I know, the party started. It's almost over. Where are you? I found them in I'm on my way. Ugh, you make me crazy. Jackson's really looking forward to it. Get over here. We miss you. I miss you too. I'll be there. Sorry, Nick, I need to take this off. I'll see you soon. Good. What? You got out. Look, if you need some wheels, give me a call. I'll set you up. Pre-owned cars? You'd rather register yourself at a car dealer? I don't ask questions. This guy gets me any ride I want. And you, if you need it. I just might. How's Maurice doing? Oh, he's all sunshine and buttercups. I'm gonna dump him at my little dumping place. I need him alive, Jordy. Yeah, alive. Whatever. Goes against your better nature, huh? I'd pop him and be done, but hey, you pay me right, I'll keep him alive as long as you want. I do work for a paycheck. Eigentlich brauche ich jetzt gerade gar kein Auto. Habe ja schon eins. So, jetzt besuche ich wieder die Schwester mit dem Kind. Ich glaube, das Kind hat Geburtstag. Am I ready? Jack's last birthday. Lena sang off key. Happy birthday. Full throttle, no holds barred. Now, I'm afraid of the silence. Zumindest sieht die Hecke diesmal ein bisschen besser aus. You deserve 10 birthday tickles. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Stay here for a second. Interessanter Kuchen. Huch. So, late. An entire year. Yeah, I'm sorry, Nick. Really. Let's have a look at you. You look older. Oh, nice. Thanks for that. It's his first birthday without Lena. How's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda? His therapist. She's helping him. It's good. Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Jax. Hey. Sorry I'm late. Now, yeah. Can we get a hug? Wow. You are big. So, hey, what you got there? Wow, the healer. Cool. You bought him a real toy, huh? Why don't you bring up your toys? I'm gonna speak with your uncle. Yeah, I'll be up there in a sec. This matters. You being here.
I just need to make sure that things are different. Things are different. You and Jax are the most important people in my life. I'm not gonna stop watching out for you. Always the big brother, huh?